Hier haben wir das Rig von Swedish Chameleon. Das ist das SC3 in Large oder SC3, wie es ja richtig ausgesprochen werden würde eigentlich. Wie man sieht, ein ganz konventionelles Rig, wie man das auch von anderen Herstellern kennt. Allerdings, wenn meine Kollegin sich mal eben kurz zur Seite dreht, hier, wie man sieht, mit einer Hüftbefestigung, also sprich mit einem Gurt, der um den Oberkörper herumgeführt wird, im Bauchnähe, etwas tiefer als der Bauchsitz übrigens, sonst drückt das zu sehr auf die Eingeweide, muss man auch sagen, und man hat auch den stabilsten Halt, wenn es etwas tiefer sitzt. Wie man sieht, hinten mit einer Alustange gesichert, mit der Schulterstütze und das Rig vorne ganz normal, wie man es auch sehen kann. Bitte einmal kurz von hinten zeigen. Hier sieht man noch mal ganz genau, wie man dieses Aluminiumrohr, was da oben also eingeführt ist und mit dem Hüftgurt verbunden ist, wie man das also auch verstellen kann. Das heißt, wenn jemand zu groß ist, zu klein ist, das gibt es hier nicht, das passt immer. Es sei denn, es ist mal 2,50 Meter. Und jetzt nochmal von der anderen Seite. Hier auch inklusive Schärfe-Nachführung, wie man das kennt, mit dem Fokuselement. Und die ganzen Einzelheiten, die können Sie also auf der Produktseite auch sehen. Besonderheit auch hier, was die Kollegen gerade vorführt, Sie können auch hier einfach das Rig loslassen und können es also ganz locker mit zwei Fingern balancieren oder halt eben auch einfach sagen, Mensch, wo sind meine Kippen? Ich brauche mein Feuerzeug, um was zu rauchen. Ne? In die Hände, in die Hosentasche und ab dafür. Das kommt natürlich hier auch wieder durch diese Hinterstütze bzw. dieses schützende Element, was wir da hinten haben, wo also dieses SC3 hier am Körper befestigt und stabilisiert wird. Ja, jetzt gucken wir uns dann mal das andere Modell an, beziehungsweise wir bleiben noch mal kurz bei diesem Modell. Was wir jetzt hier auch noch mal kurz eben zeigen, ist dieses Element vorne. Das ist hier so eine Schiene und da machen wir jetzt mal was drauf. Auf dieser Schiene, die also jetzt zu dem SC3 Large und auch zu dem SC3 Extension gehört, kann man, wie in diesem Fall, eine Videoleuchte montiert werden. Das haben wir jetzt hier gemacht mit einem Zusatzzubehör, was man bei uns kaufen kann. Das ist halt eben dieses kleine Element, was da dran ist, dieses Gelenk. Das gehört nicht hier zu diesem Paket dazu, aber damit kann man es halt eben auch machen. Auf dieser Schiene vorne haben wir dann eine Videoleuchte installiert. Da kann man also auch einen Monitor installieren und so weiter oder andere Sachen, Dauerlicht jeglicher Art. Das nur mal so als Vorführbeispiel.